Jo, also, das da soll weg. Das da, was wollte ich damit machen? Achso, einfach ein ganz normales Ärmchen hinlegen, ne? Da. Obwohl, ich greife einfach mal nach links und nehme die Ärmchen. Falsch. Halbes Ärmchen. Die da abbrechen. Genau, da legt das halbe Ärmchen. Die fließt. Nein, das war schon richtig. Fließbänder kommen auf die Seite. Okay, dann haben wir hier Platz für noch mehr Fabriken. So. Die allerdings ein Problem haben, die Sachen da runter zu schaffen. Also hier bräuchte ich dann wahrscheinlich die ersten Speed-Module. Sonst kommen die grünen Tränke echt nicht hinterher. Obwohl, 4 haben wir jetzt schon mal in Betrieb. Ja, aber wirklich mehr wird das auch nicht. Ja, Speed-Module oder Dingens. Höhere Fabriken. Also die gelbe Fabriken können wir auch bauen, sobald wir die Speed-Module bauen können. Also ja, ich könnte einfach dann hier Ärmchen machen, die das reinführen und dann hier Ärmchen, die es rausmachen und dann da einen Bogen rumziehen, den Bogen da aufpacken und was weiß ich, aber nee. Ich glaube, ich werde erstmal damit leben müssen, dass es nur so schnell läuft, wie es jetzt läuft. Und sobald die Speed-Module da sind, der Trank sah gerade komisch aus. Also sobald die Speed-Module da sind, haue ich sofort 2 Stück hier rein und erforsche dann auch als nächstes die... Da sind die Module. Ja, 50 Grün. erforsche noch als nächstes die besseren Fabriken. Dann müsste das da auch klappen. So. Wie schaut das mit den grünen Chips aus? Was fehlt euch? Eisenplatten werden nicht schnell genug reingeliefert. Wer von euch nimmt Eisenplatten? Die da. Dann brauchen wir einfach nur schnelle Ärmchen. Und ich klaue mir mal grüne Chips. Und anderen Krimskrams. So. Bau. Genau. Rein. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Drahtproduktion scheint super zu laufen. Da müssen wir auch nichts feintunen. Sehr gut. Und jetzt müssten mehr grüne Chips verbraucht, hergestellt werden, als wir brauchen. Das heißt, ich kann immer auch wieder schön sporadisch hier reinlaufen, die Sachen mitnehmen, um mein Spielercrafting zu entlasten. Das ist sehr gut. Was hatten wir noch? Stromversorgung müssen wir bald ausbauen, aber das ist eine Forschungsfrage. Das heißt, ich baue jetzt schon mal die Pönüpel zu Ende auf. Auch wenn wir nicht alle momentan versorgen können. Wäre schon mal schick, die zu haben. So. Sandsäcke. Ich könnte gucken, wie viel Sand wir inzwischen produziert haben, aber das ist noch nicht so lange her. Pönüpel. Dann brauchen die hier auch noch jeweils einen Kurznamen, sehe ich gerade. Kurz. Und ja, ein paar davon sind jetzt nicht mit Strom versorgt, aber wir haben ja eh hoffentlich bald die besseren Strommasten. Also geht das schon. Und dich dahin. Und dann brauchen wir noch rote Ärmchen. Da. So, die 8 Stück sollten jetzt reichen für eine sehr, sehr lange Zeit. Und wir haben Stromprobleme. Ich habe es zumindest da gerade ganz schön fluktuieren sehen. Genau, rot, gelb, grün. Wo ist das Problem? Es ist alles 100... Oh. Es kommt nicht genug Wasser an. Ja, weil du nicht genug Strom hast. Dann müsste der hier doch eigentlich einspringen und helfen. Irgendwas ist hier komisch. Also du hast durchgehend Wasser. Ja, du hast nicht durchgehend Wasser, weil die Fabrik nicht durchgehend arbeitet. Ich brauche... Secondary, die da, genau. 2 Stück. Oh, die armen Maschinen. Keuch. Hier. So, die werden jetzt aber nicht genug Hitze haben. Das ist ein Problem. Ja, die haben nicht genug Boiler. Ja, dafür sind sie auch gar nicht konzipiert. Die sollten nur ein bisschen aushelfen, ab und an mal.
Das kommt jetzt sehr unerwartet. Also es muss irgendwas gedreht worden sein an der Effektivität von den ganzen Sachen. Wofür brauchen wir gerade am meisten Strom? Wow, die ganzen Mining Drills. Ja, und die Fabriken. Du produzierst schon schnell genug. Das ist richtig viel Sand. Das kann man richtig hochstacken. Okay. Ja, tausender Stacks. Also die Kisten werden nicht so schnell voll. Das ist schon mal gut. Aber ich ignoriere gerade das Problem. Das ist nicht schön. Ja. Ich bräuchte dann eine zweite Fabrik. Hier ist kaum Platz dafür. Warte, ich baue mal ein bisschen was um. Da ein Knick. Da ein Knick. So. Weg, 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 weg. Einsammeln. Dann machen wir ein Rohr dahin. Das Rohr dahin. Wir bauen hier eine Fabrik zwischen. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Okay. Ich brauche noch eine Pumpe. So, die Pumpe ist jetzt die Dreckpumpe. Hallo, Dreckpumpe. So, du weg. Du hin. Ja, es wird jetzt ein bisschen friemelig, aber das kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, so, hier kommt jetzt Dreckwasser und du bist weiter mit Dreckwasser versorgt. Das ist gut. Hier allerdings kommt Dreckwasser an. Speedmodul bitte. Kommt Dreckwasser an, geht in eine Fabrik, die keinen Strom hat. Geht in eine Fabrik, die keinen Strom hat. Stellt bitte Wasser her. Ach. Erstmal ohne Nebenprodukt, weil ich jetzt gerade nicht rumfriemeln möchte. Macht das so. Ah, es ist zu eng hier. Ja, das ist falsch. Darum, darum, darum. Okay, kann man jetzt hier nicht durchlaufen. So. Und das darum, 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 darum. Und du kriegst da einen Strommast. So, jetzt haben wir zwei Wasserproduzenten. Das heißt, es müsste jetzt durchgehend Wasser da sein. Bei 33, 60, 70 und ab hier schon 100 Grad. Okay. Die sind alle versorgt mit durchgehend Wasser. Durchgehend 100 Grad heißem Wasser. Und die ganzen Secondary-Dinger laufen nicht. Sehr gut. Hilft uns aber jetzt auch nur für Schätzungs... Oh, doch. Das ist immer sehr irritierend, wenn das plötzlich so gut läuft. Aber trotzdem, das ist keine langfristige Lösung. Langfristig müssen hier MK2 Sachen hin. Und dann auch recht schnell MK3 Sachen. Und die Sprünge waren da ja super. Also ich glaube, von MK1 auf MK2 war es irgendwie dreimal so viel Strom. Das war echt krass. Gut, also Module haben wir gerade erforscht. Speed-Module sind in Forschung. Grüne Tränke fehlen en masse. Und ich habe schon wieder irgendwas falsch eingestellt, ha? Es werden keine Fließbänder hergestellt. Es werden keine Fließbänder hergestellt, weil... Ihr braucht Eisen. Was? Ach so, das habe ich vollkommen ignoriert, weil... Ja, gut, okay. Das ist Fehler Nummer 3. Nur fürs Protokoll. Also wenn ich jemals wieder sagen sollte, das Ding müsste hier super laufen, sollte ich sofort innehalten und gucken, was schief läuft. Weil ich habe hier zu viele Sachen temporär gelöst. Ich habe einfach mal da was reingeschmissen, dass es schon mal läuft. Und da was reingeschmissen, dass es schon mal läuft. Und ich brauche die Fließbänder eigentlich selber. Danke. So. Genau, darum, 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 darum. Na, warte mal, ein früher. Darum, 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 unterirdisch. So. Wird schön. Da müsstest du gleich dein Eisen haben, wenn ich da oben den Federbogen habe. Da. Und noch einen komischen Strommast. So. Jetzt bekommst du Eisen, kannst du deine Zahnräder nehmen, alles ist gut. Mann, 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 Mann. Geh oben in der Vergangenheit. Macht nur Unsinn. So, Green Chips. So,
Also, Speedmodule sind in Forschung, kommen denn hier bei den grünen Tränken rein? Steine stauen sich. Ich wollte Sandsäcke gucken. 9 Sandsäcke kann ich herstellen. Wie viele Mauern wären das? 4. Wir brauchen schweineviel Sand. Okay. Also wenn wir mal irgendwo Platz und Zeit über haben, sollte ich ganz viele Pumpen bauen und Fabriken, die Sand dann herstellen, das Wasser in Tanks pumpen und die Tanks dann regelmäßig zerstören. Sonst wüsste ich gerade keine bessere Methode, um an Sand ranzukommen. Was ein bisschen schade ist, weil die Methode, die ich gerade beschrieben habe, also einfach rauspumpen, das Wasser reinigen, Sand abzwacken und das Wasser dann quasi wegkippen, indem man die Tanks zerstört und wieder neu aufbaut, die kommt mir ein bisschen komisch vor. Also es wäre irgendwie praktischer, wenn man hier im Wasser zum Beispiel eine Fabrik hinbauen könnte oder einen Bohrturm im Wasser oder irgendwas in der Richtung, um an Sand zu kommen. Oder einfach ein Häcksler, also ein Zertrümmerer. Es gibt ja schon in Dytek einen Zertrümmerer, warte mal. Irgendwo. Das ist Glas, Rubber, Sandbag, nö. Ach, wird erst freigeschaltet, wenn wir es erforscht haben. Also es gibt diesen Grinder und Shredder und Polisher und was weiß ich für die Edelsteine. Da konnte man in der letzten Version von Dytek, die wir in der letzten Staffel benutzt haben, ja auch Steine herstellen. Aus den sinnlosen Mineralienerzen. Das heißt, eventuell kann man in demselben Gerät jetzt in der neueren Dytek-Version aus Steinen ja auch Sand machen. Das wäre dann sehr praktisch. Das müssen wir mal gucken. So, Mauern. Mauern, Mauern, Mauern. 131, das klingt doch sehr gut. Dann baue ich mal ein paar Mauern, während die Grüntränke jetzt hoffentlich durchgehend automatisch arbeiten. So, genau, dich hätte ich gerne nicht durchgezogen, sondern das hier hätte ich gerne erstmal. Genau, dich einmal runter, das hier alles weg. Dass ich schön vorgewarnt werde, wenn hier ein Angriff kommt. So, das war die erste Reihe. Und ich lasse es erstmal bei einer Reihe, weil ich muss hier ja auch noch absichern. So, wo machen wir hier zu? Das ist doof. Und ich hätte gerne das Eisen noch. Ja, ich mache glaube ich hier zu und dann dazu. Dazu bräuchte ich allerdings das Muster erstmal hier unten, damit ich weiß, wo später die Türme hinkommen. Also du. Hier kommt die ganze Ölverarbeitung hin. Darauf freue ich mich übrigens aber auch schon. Also ja, es ist recht viel Friemelarbeit, das alles zum Laufen zu bekommen. Aber mit der Änderung, dass das Öl jetzt direkt bei der Basis ist quasi. Also die Ölverarbeitung kommt irgendwo hier hin. Können wir halt diesen Übergang von den roten zu den blauen Chips und so weiter alles direkt vor Ort machen und müssen dann nicht großartig viel hin und hoch und runter transportieren, wie wir das früher hatten mit den Robotern. Das wird schon schick. So, du runter, runter. Hier irgendwo, hm? Ne, ich glaube den da schon. Du bist jetzt ein Turm. Du gehst mal weg. So. 1, 2, da. Hier wäre unser Cut. Trifft ganz knapp das Wasser. Aber na gut. Das ist hier alles doof. So. Das hier wird unsere... Was war wieder ein Baum? Das hier wird unsere südöstliche Verteidigung. Das da wird unsere südöstliche Verteidigung, das wird unsere nordöstliche Verteidigung. Was haltet ihr davon, wenn wir die ganze Karte zu einer riesigen Basis machen? Hatte ich mir eh schon überlegt, dass man sich quasi mit dem Stein und den Mauern so nach und nach immer weiter durcharbeitet. Kurz Forschung anschmeißen. Da, blaue Tränke, nein. Ich hätte gerne, ja, Electric Fern. Brauch rote Chips, das ist nicht gut. Brauche blaue Tränke. Ich brauche jetzt definitiv Lasertürme. Ne, brauche Batterien, die wir nicht herstellen können. Ich brauche definitiv jetzt die hellblauen Tränke. Wie komme ich an hellblaue Tränke? Ist ja nicht so, als wenn ich das jetzt schon zum dritten Mal mache. Lava-Verarbeitung ist da auch mit drin. Sehr schön. Ernsthaft, wie komme ich an blaue Tränke?
Das sind alles nur die Fabriken. Erlaubt, Roboter, Robotics, Fahrzeuge, nö. Logistik 3, nö. Ah, sehr komisch. Wurde irgendwas gedreht? Nö, das macht alles nur mehr Effizienz. Sehr verwirrt. Kann ich die jetzt schon? Gucken wir mal. Nö. Ich glaube, genau das gleiche Problem hatte ich schon mal. Das ist nicht gut. Was brauchen wir für Batterien? Aha, Schwefel. Schwefel erlaubt Batterien und das da. Das heißt, wir brauchen Oil Processing Research. Und ja, genau das gleiche Problem war es vorher auch. Also nicht Ditec schuld, sondern Gerogon schuld. Lass mich durch. Weg, 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 weg. Alles weg. Ich will meine Roboter wieder haben, die alles für mich wegholzen. So. Nee, das ist falsch hier. Wenn, müssten wir die auf der anderen Seite, die zweite Reihe machen, später. Das wird ein ganz schönes Slalomgelaufe für die Beißer, wenn sie durchlaufen wollen würden. Ja, okay, oder sie laufen einfach rechts rein, da ist noch gar nichts gemacht worden. Wobei ich mich wahrscheinlich sogar eher darauf konzentrieren müsste, weil hier hätten wir die Mauer. Weil wenn die Beißer kommen, laufen sie entweder gegen die Mauer, ich kriege eine Warnung, oder sie laufen gegen die Mauer und ich kriege eine Warnung. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sie von unten kommen, bis hier hinlaufen und dann genau parallel zu den Mauern laufen, bis da, dann hier hoch, durch die Lücke durch und dann rein. Das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich.